Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir eine Handschelle aus Frankreich und zwar aus dem Hause Rivolier, also Rivolier Patent haben wir hier aufgebracht auf dem Bügel und hier auf dem Flügel Modell 2008. Das Identische haben wir dann hier, Rivolier Patent und Modell 2008. Hier haben wir eine Ausfräsung. Hier ist manchmal ein spezielles Logo drin von irgendeiner Einheit oder was auch immer. In dem Falle ist hier nichts drin. Was auffällt, ist bei dieser Handschelle die klassische französische Designoptik. Wir haben also hier aus Aluminium gefertigt diesen Korpus, den Schlosskasten hier betreffend, der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nieten auf dieser Seite aufweist, die sehr erhaben daherkommen und silbern sind. Hier haben wir noch eine kleine Niete und da natürlich die Niete vom Schlosskasten oder vom Schlüssellochpin. Und auf der Rückseite bildet sich dasselbe ab. Also hier wirklich sehr gleichmäßig alles vernietet. Wir sehen diese typische Form, die dann hier rund zusammenläuft. Und hier unten an der Kante haben wir dann eingelassen diesen Drehwirbel. Also wir gucken, wenn wir von der Seite uns das anschauen, hier auf drei Elemente, also drei Schichten. Und in der mittleren Schicht haben wir dann eine Aussparung, die diesen Drehwirbel beherbergt. Und der Drehwirbel, der hat hier diese zwei verschweißten O-Ringe, die diese beiden Handschellen sicher miteinander verbinden. Der Drehwirbel selbst hat ein gewisses Spiel, lässt sich auch wunderbar drehen auf beiden Seiten. Und sollte eigentlich nicht so leicht da rauszureißen sein. Wenn wir von der Seite weiterschauen, dann sehen wir hier ein paar Macken. Und hier diesen runden, diese runde Aussparung, diesen runden Korpus. Es gibt Modelle, wo hier so ein kleines, entweder ein Druckknopf zum Setzen des Double Locks drin sitzt oder auch ein Zylinderschloss, um den Double Lock per Zylinderschloss zu setzen. Das hier ist eine Version ohne alles. Also einfach nur eine Handschelle zum Auf- und Zumachen. Wenn wir den doppelläufigen Flügel hier weiter verfolgen, dann haben wir hier natürlich eine Ausformung, um eine gewisse Stabilität auch herzustellen auf beiden Seiten. Und das läuft dann hier, um die Ovalität dann zu schließen, zusammen und hat hier hinten noch eine sehr erhabene Vernietung. Und diese Vernietung lehnt dann hier natürlich diesen Handschellenbügel an. Der verbreitert sich, wenn er in der Ovalität hier weiterführt, hat dann hier seinen maximalen Punkt erreicht und hat dann natürlich zur Folge, dass man die Hand hier in der Handschelle nicht mehr drehen kann ab einem bestimmten Schließungsumfang, sagen wir es mal so. So, solche komplizierten Wörter bringen mich zum Husten. Kommen wir nun zum Geräusch dieser Handschelle. Wir hören hier ein sehr bestimmtes Schließverhalten, also eine sehr dominante Feder, die hier das Schloss zum Einrasten bringt und natürlich hier auch wirklich einen gleichmäßigen Schließvorgang jedes Mal, der dann hier diesen Bügel, der dann hier fast im 90 Grad Winkel herumläuft, um diese Ovalität herzustellen, mit der Zahnstange. Und die Zahnstange selbst ist nicht nur entgratet, sondern auch leicht angerundet, würde ich sagen. Also abgeschliffen, abgefeilt. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zähne für 16 unterschiedliche Schließpositionen. Wobei hier die größtmögliche, das ist bei der immer nicht ganz so einfach zu messen, wenn wir hier in einer Parallele laufen, bei 6,9 cm verläuft und der kleinstmögliche Durchmesser in der Parallele, dort haben wir 3,6 cm. Wenn wir uns die Schlossfalle anschauen, dann liegt diese hier drin. Wir haben hier erst 1, 2, 3, 4 Zähne, die ein Schimmen ein bisschen erschweren sollen, die dann hier oben sitzen und dann daran anschließend die drei eigentlichen Zähne der Schlossfalle. Also wir haben eine einfache Schlossfalle, hier wirklich
ja, simpelste Technik, wenn man so will. Was sich natürlich auch darin widerspiegelt, wenn wir uns den Schlüssel angucken. Das ist hier der ganz normale Rivolier-Schlüssel mit einem einfachen Schlüsselkörper, rund mit einem Loch drin. Der läuft dann hier etwas auseinander zu einem runden Schlüsselhals, hat vorne dann eine Bohrung und einen einfachen Schlüsselbart, der auch sehr schmal daherkommt. Um die Handschelle zu öffnen, setzen wir den Schlüssel in das Schlüsselloch und drehen dann hier Richtung Handschelle oder Richtung Hand, merken dann hier bei 14 Uhr, also fast nach einer halben Umdrehung, einen Widerstand und können dann die Handschelle hier öffnen. Gucken uns das hier nochmal kurz anhand der Schlossfalle an. Wenn wir den Schlüssel drehen, wird hier einfach die Schlossfalle zurückgezogen. Die ist nur gefedert und das war's. Also wirklich simple Technik. Und auf der anderen Seite genauso. Die Handschelle ist natürlich jetzt nicht mehr die neueste. Hier läuft auch schon ein kleines bisschen unrunder, um das mal so zu sagen. Jetzt läuft sie runder, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, das ein bisschen noch mehr auf Spannung bringt. Aber wir haben dann hier halt auch die Schlossfalle, die zurückgezogen wird. Ja, die wird so auch sicherlich hier im Dienst den Einsatz getan haben. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Gewicht dieser Handfessel. Und dort haben wir 288 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.